In Paris im Jahr 1830 erschien unsere liebe Frau einer jungen Ordensschwester und gab ihr den Entwurf einer neuen Medaille. Sie versprach, dass alle, die die Medaille tragen, besondere Gnaden empfangen würden. Seitdem haben Millionen Menschen überall auf der Welt die Medaille getragen und unzählbar sind die Geschichten außergewöhnlicher Gnadenweise, die dadurch erhalten wurden. Die Schwester, die Erscheinung hatte, ist die später heilig gesprochene Katharina Labouret. Und die Medaille ist die wundertätige Medaille. Ihre eigene Mutter starb, als Katharina erst 9 Jahre alt war, und sofort suchte sie Trost bei der himmlischen Mutter. Einen Tag nach dem Tod ihrer Mutter hat man gesehen, wie das Mädchen auf einem Stuhl stand und die Statue der Mutter Gottes umarmte und ihr zuflüsterte: Von jetzt an wirst du meine Mutter sein. Die heilige Jungfrau muss auf diese Worte gehört haben, denn von da an war Katharina aufs Innigste mit ihrer Mutter Maria im Himmel verbunden. Katharina betete in der Klosterkapelle um ungefähr 5 Uhr abends, als unsere liebe Frau ihr erschien. Am Anfang hielt diese eine kleine Weltkugel in den Händen. Aber dann änderte sich die Szene und Katharina sah unsere liebe Frau auf einer größeren Weltkugel stehen, wobei ihr Fuß den Kopf einer Schlange zertrat. Sie hatte nun die Hände ausgebreitet und Katharina konnte sehen, wie Lichtstrahlen von den Edelsteinen ausgingen, die ihre Finger schmückten. Als Katharina später ihrem geistlichen Führer die Vision beschrieb, sagte sie: Unsere liebe Frau war so schön, dass ich es nicht in Worten sagen kann. Und sie erzählte auch, dass sie auf die Lichtstrahlen blickend eine Stimme sagen hörte: Dies ist ein Symbol für die Gnaden, die ich ausgießen werde über alle, die darum bitten. Katharina sagte, dass ein ovaler Bilderrahmen unsere liebe Frau umgab und sie konnte die goldenen Buchstaben lesen, die folgendes Gebet bildeten: O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Dann wendete sich dieser Rahmen und auf der Rückseite sah Katharina ein großes M und darüber ein Kreuz. Unter dem M waren 2 Herzen, eins umwunden mit Dornen, das andere durchbohrt von einem Schwert. Katharina nahm an, es seien die Herzen Jesu und Marie. Dann hörte Katharina die Stimme sagen: Lasse nach diesem Modell eine Medaille prägen. Diejenigen, die sie tragen, nachdem sie in der rechten Weise gesegnet worden ist, werden große Gnaden erhalten. Wurden 1835 1 Million Medaillen gedruckt, 1836 waren es bereits 10 Millionen, 1842 100 Millionen und man schätzt, dass 1876, als Katharina starb, schon mehr als 1000 Millionen Medaillen in Umlauf waren. Bevor das Jahrhundert zu Ende ging, war die wundertätige Medaille neben dem Kruzifix der am meisten verbreitete religiöse Gegenstand.